Ja, liebe Waadtauer, Waadtauerinnen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen. Wir feiern heute den Gottesdienst am heutigen Tag Trinitatis im Namen von Gott, dem Vater, dem Schöpfer von Himmel und Erde, im Namen von seinem Sohn Jesus Christus in der Offenbarung dieser Welt und im Namen vom Heiligen Geist, der Bewegung der Liebe. Wir feiern heute Jodelgottesdienst hier in der Kirche zu Gretschins. Sie haben anstelle vom Glockengeläut Talerbecken gehört, das Talerschwingen. Egal, ob es jetzt Glocken sind oder Klangschale oder das Talerschwingen, der Ton verbindet uns, das Irdische mit dem Himmlischen. Ich habe gesagt, heute ist Tag Trinitatis. Um was geht es da? Es geht um Dreifaltigkeit. Letzten Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert, der Heilige Geist, das Fest vom Heiligen Geist. Trinität ist gar nicht so einfach zu verstehen. Wie ist das mit Vater, Sohn und Heiligen Geist? Ich würde es gern deutlich machen anhand vom, gerade von dem Becken. Das ist aus Tonerde. Man kann sich vorstellen, der Ton, Tonerde. Wenn jetzt das Gott wäre und das die konkrete Gestalt, dann wäre das Becken Jesus Christus. Und das Dritte, der Heilige Geist, das wäre der Ton, den es dann gibt, wenn man den Taler drin tut. Zufällig das gleiche Wort, der Sound, den es gibt. Man sieht wohl den Taler rumgehen, aber den Ton sieht man nicht, man hört ihn. Und so ist es doch auch mit Gott. Gott ist nicht nur eine Gestalt, hat verschiedene Gestalten und so nehmen wir ihn auch verschieden wahr. Jetzt hören wir aber zum Einstimmen das Lied «Am schönen Morgen» von Fred Kaufmann. Am Morgen früh, wenn die Lerche singt, auf strahlend Sonne wieder scheint, denn Gott für uns das Tagwerk Stadt und Land für jeden Mann. Ja, la, 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 ja, la, 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 la. Yeah.
hat der Schöpfer uns vollbracht. Ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 la. Ich möchte Sie einladen zum Gebet. G-O-T-T, Gott, wie sollen wir dich anreden, wie dich denken, du Gott, Schöpfer vom Himmel und von der Erde. Unbegreiflich nennen wir dich und doch machen wir immer wieder ein Bild von dir. Davon, was du bist und was du tust und was man von dir erwartet. Auf uns selber machen wir uns immer wieder ein Bild. Wir sind ja auch sehr komplexe, mehrdimensionale Wesen mit Herz und Verstand. Im Mensch Jesus hast du konkret die Gestalt angenommen, bist einer geworden wie wir. Du kennst Freude und Leid. Wir sind jetzt da, so wie wir sind, Gott, mit dem, was uns beschäftigt, was uns auf dem Herz liegt. Komm du mit deinem Geist, mit deiner Ruach und entfach neue Lebenskräfte in uns durch die Frische von deinem Windhauch. Lass uns neu staunen über dich, jenseits von Formeln und Lehrmeinungen, über dein Wirken in uns und in deiner, unserer Welt. Amen. Wir hören jetzt den Psalm 23, und zwar in einer Fassung in Appenzeller Dialekt. Gott ist mein Hirt, mir fehlt es an nichts. Er weidet mich auf grüne Wiesen und führt mich zum frischen Wasser. Neues Leben gibt er mir. Er führt mich auf dem rechten Weg, in Gottes Namen. Und wenn ich durch eine dunkle Schlucht muss, füch ich kein Angefühl. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Und ich muss keine Angst haben. Du lädst mich an deinen Tisch, zmitzt unter den Zledwächer. Du salbst meinen Kopf mit Öl und schenkst mir den Becher voll ein. Gutes, gefreut's, und Güte spüre ich alltag. Ich werde bleiben im Haus von Gott, alle Wille. Noch hier.
Wir hören den Predigtext aus dem 2. Korintherbrief, am 4. Kapitel, ab Vers 6. Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht aufstrahlen, er ist es, der es hat aufstrahlen lassen in unseren Herzen, so dass die Erkenntnis aufleuchtet, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben diesen Schatz aber in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der Kraft Gott gehört und nicht von uns stammt. In allem aber sind wir bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben, ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen, zu Boden geworfen, aber nicht am Boden zerstört. Allzeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Soweit die Worte, die der Paulus schrieb, im 2. Brief an Korinther. Er sagt, der Schatz hätte wir in irdenen Gefäß und die irdenen Gefäß, die sind natürlich zerbrechlich. Wie so ein Becken, wo wir Taler geschwungen haben am Anfang. Wenn man es am Boden runterfallen lässt, dann geht es in Scherben und wir können nicht mehr den Taler schwingen. Vielleicht gelingt es uns, die einzelnen Stücke wieder zusammenzuleimen. Mit dem Schatz, wo der Paulus meint, ist das Erbe gemeint, wo Jesus Christus gebracht hat. Auch das Licht, das aufstrahlt in der Dunkelheit. Das ist ein Zustand, den wir immer wieder erleben, wo auch der Paulus selber erlebt hat. Er selber hat an einer Krankheit gelitten und hat auch viele Entbehrungen einstecken. Wir wären in die Enge getrieben, aber nicht verdrückt. Wir wären zu Boden geworfen, aber nicht zerstört. Es ist schön, gerade dann das zu spüren, wenn man schwierige Zeiten erlebt. Denn wenn etwas nicht so läuft und wir die Zerbrechlichkeit vom Leben besonders spüren. Wir sind das Dritte da vorne, wir haben zusammen gejodelt. Es ist nicht das erste Mal, dass wir zusammen jodeln. Vor 2 Jahren habe ich Dunja kennengelernt. Dunja war dort mal Patientin in der einen Klinik, wo ich Patienten besuchen tue. Dunja hat einen schweren Unfall gehabt. Ich möchte gerade dich fragen, was war denn vor 2 Jahren? Was hat dich in die Klinik geführt? Was ist passiert? Ja, eigentlich ein wunderbarer Tag, wie es auch heute ist. Wir wollten ein Velotour machen, meine kleine Tochter und ich. Und wir sind auch auf den Weg gegangen. Und der Weg ist dann aber nach einer knappen Viertelstunde für mich schon zu Ende gewesen, weil wir noch aus zum Teil ungeklärten Gründen irgendwie mit der Lenkstange zusammengekommen sind. Und durch das bin ich dann gestürzt und bin umgekehrt mit dem Velo und gerade eigentlich so liegen geblieben, wie ich ab umgekehrt bin. Und dann hat meine kleine Tochter tiptop reagiert, also sensationell. Sie hat sofort probiert, Hilfe zu holen, gerade im Haus nebenzu. Und wo dort jemand aufs Läuten aufgemacht hat, ist sie dann vorne an die Strasse gesprungen und hat dann dort ein Auto angehalten. Und so ist dann das eigentlich ganz schnell gegangen, bis dann das Auto, Krankenauto, bei mir war. Und ich dann selbst dann auch im Spital war und dementsprechend medizinische Hilfe sofort bekommen habe. Es ist noch verrückt, vor einem Moment aufeinander. Die Lenkstangen sind ineinander gekommen und dann ist es zu Fall gekommen. Und so ein kurzer Moment hat so viele Konsequenzen nachher auf die nächsten Wochen von der Genesung und von der wieder Instandstellung. Das ist das, was viele Patienten eben auch so erleben. Und ich frage mich immer wieder, ja, was hilft denn den Menschen wieder auf die Beine? Du hast von der Tochter erzählt, das ist wie ein Engel, wenn wir es vorhin gesungen haben, wo dich, Gott sei Dank, ist sie dabei gewesen und hat so schnell können reagieren. Du hast einen Schädelbruch gehabt. Es hat Nerven, die verantwortlich sind für das Gesehen, hat es lädiert. Du hast mit dem einen Auge
das eine Auge nicht mehr richtig koordinieren. Ich mag mich erinnern, als ich dich das erste Mal gesehen habe, hast du das eine Brillenglas abdeckt. Das macht man natürlich, weil das viel zu anstrengend wäre, die Bilder in unserem Kopf zu verarbeiten zu einem Ganzbild. Das ist sehr ermüdend, wenn nicht beide Augen eben aufs Gleiche fixiert sind. Der Helm ist kaputt gegangen. Also nicht jede Versicherung kann uns befahren vor dem. Du hast Glück gehabt, dass du ja auch wieder da bist. Es hätte auch in die andere Richtung gehen. Es ist auch für mich immer wieder ein Wunder. Natürlich auch mit therapeutischer Hilfe, mit ärztlicher Hilfe. Zuerst im Spital, dass man sich flicken, schauen, dass das Blut nicht mehr Schaden anrichtet oder Druck im Kopf und andere Hirnregionen betrifft. Wie lange bist du denn in der Klinik gewesen? Also in der Klinik selber bin ich 14 Tage gewesen und nachher habe ich dann eben noch zur Kur dürfen auf Valenz-Uni und dort oben bin ich dann einen Monat gewesen. Ja. So einen Aufenthalt, ja, es ist streng, man muss sich irgendwie neu orientieren, man ist nicht mehr im Alltag, es ist eine andere Zeit und man muss sich neu einstellen auf je nachdem veränderte Lebensumstände. Du hast das Glück gehabt, dass du wieder zurück bist in der Familie, wieder im Job, auch bei der Arbeit. Es gibt andere Patienten, die weniger Glück haben oder die je nachdem mit einer Behinderung leben müssen. Es ist immer auch ein Thema für die Angehörigen, die plötzlich erfahren, dass jemand von der Familie eben verunfallt ist. Ich möchte gerne dich fragen, als Schwester von der Dunja, Olivia, wie war das für dich, als du das Telefon bekommen hast? Oder wie hast du es überhaupt erfahren? Ja, also in der heutigen Zeit kommst du natürlich ein WhatsApp über, gell? Das mit dem Telefon ist es nicht gesehen. Und die erste Nachricht ist einfach gesehen, Dunja hat einen Velounfall gehabt und sie ist im Spital. Mhm. Mehr hat man da noch nicht gewusst. Und hast denkt, ja gut, das Knie gebrochen, der Ellbogen kaputt, so. Weiter hast du noch gar nicht gedacht und, Nach sind dann die Informationen gekommen, eben von wegen, sie ist auf der Intensive, sie hat einen Schädelbruch und dann fängst du an zu studieren. Dann läuft sie in ein Kino, was genau. Das alles könnte bedeuten. Genau. Schädelbruch ist schon sehr krass, weil ja, da weisst du nicht, du bist schon im Koma gewesen, dann, oder? Ja. Man hat nicht gewusst, erwacht sie wieder. Genau. Und du weißt nicht, wie es weitergeht und dann fängst du natürlich an zu studieren. Ja, wie ist das? Können wir überhaupt wieder mal miteinander singen? Ich meine, ja. Wir sind natürlich so verbunden miteinander singen. Ja. Also, er singt schon seit 30 Jahren. Ja. Und haben da schon 2 CD rausgegeben. Die dritte jetzt. Ja. Ja, das ist, man fängt schon an zu studieren, wenn so Sachen passieren. Was geht weiter oder wie machen wir es? Ist sie nachher wieder der gleiche Mensch, wenn sie wieder ganz ist, in Anführungszeichen, wenn sie wieder gesund ist? Oder gibt es Sachen, die vielleicht noch mehr können? Also, man ist viel am Studieren, ja. Darum sind wir umso mehr froh, dass wir überhaupt jetzt wieder miteinander singen können. Dass der grösste Teil wieder gekommen ist, wieder hergestellt worden ist. Übrigens, die meisten gehen ja in einem besseren Zustand wieder aus dem Spital, als sie eingeliefert worden sind, auch aus der Klinik. Aber nicht alle haben auch so viel Glück wie du. Was mir noch aufgefallen ist bei dir, dass du sehr eine Art hast, auch wie du mit anderen Patienten umgegangen bist. Du bist sehr zuversichtlich gewesen, du hast sehr Hoffnung ins Leben. Du siehst alles positiv, du hast andere begeistert. Und ich mag mich erinnern, wir haben dann auch in der Klinik angefangen zu jodeln. Und Leute sind auch sehr begeistert gewesen von dir. Und haben von dir auch profitiert, von deinem Wesen, deiner Art. Du hast deine Erfahrungen, die du gemacht hast in der Klinik, ein paar Monate später oder Weihnachten ein Gedicht verfasst, das ich wunderschön, das mich sehr berührt hat. Und ich mag das vorlesen. Ja, kann ich machen, ja. Da denkst du nichts Böses und schon ist es passiert. Batsch bist angeflitscht, an den Rand rausmanövriert. Man will doch alle Wille gehen, zumindest im Leben sehen und muss jetzt neu lehnen, Zügel zu den Händen ausgehen. Wer kennt das nicht, das täubig, ohnmächtige Gefühl, wie so eine hilflose Schachfigur in einem fremden Spiel? Dass eine höhere Macht
ohne zu fragen, allein über dich bestimmen tut, um das anzunehmen, braucht es gerade ein bisschen Mut. Aber dann, auf dem Weg, geht es langsam vorwärts, Schritt für Schritt. Das Leben nimmt dich an der Hand auf ein angewandtes Reislimit. Dankbarkeit, grosse Zuversicht und positive Gedanken sind auch im dicksten Nebel wie sichere Leitplanken. Beim Stegenlaufen musst du dich halt noch am Gelände heben. Warum auch nicht? Sonst hätten sie es ja dort mal gemacht, vergeben. Aber Tritt für Tritt kommst du ordentlich näher an dein Ziel. Braucht es von deiner Kraft momentan auch gerade noch viel. Sprossen für Sprossen geht es langsam, aber stetig darauf. Wenn du auch auf jeder musst ruben, weil du hast das Lützel schnauf. Mutig kletterst du allhöhe und die Aussicht weht weit. Kannst wieder die Sonne geniessen, lässt die Namen hitzen von der Zeit. Gump für Gump über stenig Boot ein Bächli zu. Erst wenn die Hosenstöße nass sind, gebe ich Ruhe. Das Leben wieder so verspielt gewesen, wie als klein. Und sich staunend freuen an einer Spinjuppelvieh. Ich schaue voll vor Freude und gespanne dem restlichen Jahr entgegen. Ob Spagamente, Glück, Angefühl oder Liebe tut ihn höher oben sagen. Ich wünsche jedem eine Hand, die helfen kann oder gebig in deiner Leid und allen miteinander eine gesegnete und schöne Sommerzeit. Ja, wunderschön. Ganz herzlichen Dank, Dunja. Übrigens auch, dass ihr Praxis sind zum Mitmachen jetzt in dem Gottesdienst. Ich möchte nochmal zurückkommen auf Paulus, der schreibt von den Schatten vom Kreuz, also das Leben, das wir haben, aber dass wir eben auch immer wieder bedrängt werden, nicht in die Enge treiben, ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen, zu Boden geworfen, aber nicht am Boden zerstört. Der Paulus sieht das nicht als Ergebnis von seinem Bemühen, sondern als Geschenk, wo er noch darüber staunen kann, dass es so ist. In dieser Erfahrung weiss Paulus sich mit Jesus Christus verbunden. Er nimmt teil an seinem Leiden und Sterben und schreibt weiter, wir tragen allzeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. Doch ist er gewiss, dass er auch am Leben Jesu Christi teilhat, dass auch das Leben an ihm offenbar werden wird. Es ist die Kraft von dem Leben vom Auferstandenen, wo der Paulus verkündet, nicht so, dass er die Kraft einfach hat, dass er ihm sichtbar oder gar demonstrierbar wäre. Wenn wir nach dem Auferstandenen Ausschau haben, dann sehen wir immer auch den Gekreuzigten. Das meinte Paulus, wenn er sagt, wir haben den Schatz in irdenen Gefäß. Das Leben Jesu ist nie einfach sichtbar und aufweisbar, aber es hebt und treibt uns doch schon jetzt und da, weil es uns zugesagt wird, Tag für Tag. Es ist der helle Schein, unter dem wir uns können stellen können, der von Gott kommt, der Gott, der in der Dunkelheit aufstrahlen lassen hat. Es ist der helle Schein, der im Auferstandenen aufscheint und uns erneuert, uns den Weg ins Leben weisen tut. Er ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg, wo auch in unsere Dunkelheit scheint und unsere Angst in Vertrauen verwandelt, wo wir als Schatz in unseren irdischen, zerbrechlichen Gefäß tragen und gerade in dieser Zerbrechlichkeit scheint in unsere Umgebung. Stellen wir uns aufs Neue in sein Licht und fassen seine Strahlen. Amen. Thank you.
Wir sind eingeladen, miteinander das Abendmahl zu feiern, das Mahl, das uns verbindet mit der Kraft Gottes. Wenn Sie die Hei auch möchten mitfeiern, holen Sie ein Stück Brot und etwas zu trinken. Das ist das Mahl, das uns erinnert an Jesus, der am Abend von seinen Leiden gesagt hat, wenn immer ihr das tut, macht es zum Gedächtnis an mich, an mein Leben, an meine Passion, an meinen Tod und meine Auferstehung. So danken wir dir, Gott, schöpferische Kraft, du schenkst uns Brot, Frucht von deren Erden und menschlicher Arbeit. Wir bringen das Brot von dich, damit es uns Brot vom Leben werde. Wir danken dir, Gott, schöpferische Kraft, du schenkst uns den Wein, Frucht von deren Erden und menschlicher Arbeit. Wir bringen den Kelch von dich, damit er uns Kelch vom Heil werde. Mit dem Kelch bringen wir dir auch unsere Herzen, unsere Liebe, die uns erfüllt, aber auch alles Schwere, das wir tragen, alles, was uns bedrängt und bekennet, unser Verlangen nach Verwandlung in dir. Lasset uns Gott danken. Herr, unser Gott, würdig und recht ist es, dass wir dich loben und dir danken durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, der das Verlorene sucht und uns zur Freiheit der Kinder Gottes führt. In der Freude darüber loben wir dich und stimmen ein in den Lobgesang deiner Größe und Schönheit. Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Komm, Schöpfer Gott, Heiliger Geist, segne uns und diese deine Gaben, dass wir in Brot und Wein den unter uns gegenwärtigen Jesus Christus erkennen. Denn in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Durch ihn und mit ihm und in ihm wird dir dargebracht, Gott, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Gott, wir feiern das Gedächtnis unserer Versöhnung, die uns Jesus Christus eröffnet hat. Er ist durch Leiden und Tod hinübergegangen in das neue Leben und ist auferstanden zu deiner Herrlichkeit. Gott, schenke uns den Geist der Liebe, den Geist deines Sohnes. Stärke uns durch seinen Leib und sein Blut und lass uns eins werden im Glauben und in der Liebe in Gemeinschaft mit deiner Kirche, in allen Konfessionen und Erdteilen. Gott, du Ursprung des Lichts, wir danken dir für das Licht unserer Augen, für die hellen Momente unseres Lebens, die Schönheit der Natur. Wir bitten dich, dass wir auch in dunklen Zeiten uns des Lichts erinnern. Gott, du nimmst uns in unserer Gebrechlichkeit und Gebrochenheit an. Deine unfassbaren Schätze füllst du in unsere irdenen, zerbrechlichen Gefäße. Gott, du legst uns Lasten auf und hilfst uns zu tragen. Du führst uns in Bedrängnis und befreist uns von Angst. Du lässt uns Unsicherheit und Zweifel durchleben, aber du gibst uns auch Kraft, nicht zu verzagen. Wir bitten dich, dass wir im Angesicht Christi handeln und reden und uns nicht im Angesicht der Widerstände und Widersprüche an unserem Auftrag verwirren und irre machen lassen. Wir bitten dich, erhelle und erleuchte, erfreue und ermutige uns.
Öffne uns die Augen für jede Not, gib uns das rechte Wort, wenn andere sich einsam und verloren fühlen. Mach deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens. Und gemeinsam, vereint mit der weltweiten Christenheit, reden wir, beten wir in seinen Worten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir leben alle vom gleichen Brot. Das gebrochene Brot macht deutlich den Bruch, der auch durch die Welt geht. Zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd, zwischen Frau und Mann, zwischen Alt und Jung, zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Jesus selber war in dieser Gebrochenheit, aber er ist auferstanden zum ewigen Leben. So seht das Brot, das wir brechen, in ihm haben wir Teil, am Leibe Christi, nehmt und esst vom Brot des Lebens. Das Brot des Lebens. Das Brot des Lebens. Seht den Kelch, für den wir danken. In ihm haben wir Teil am Blute Christi. Nehmt und trinkt vom Kelch des Heils. Gott, wir danken dir für diese Stärkung für Brot und Wein, deine Zeichen der Gemeinschaft und der Hoffnung für uns. Wir danken dir für alle Liebe, die wir erfahren, für alles Verstehen und alle Offenheit, die uns gelungen ist. Sei du uns nahe, wenn wir nun auseinandergehen, dass wir uns nicht verlieren im Getümmel des Lebens. Gib Antwort auf ehrliche Fragen. Gib dich zu erkennen, wenn wir dich suchen. Gib Mut und Vertrauen, bei dir zu bleiben. Wir danken dir für alle Tage, die vor uns liegen und für dieses Fest des Lebens heute. Amen. Wir hören jetzt noch das letzte Lied, Es wäre so schön auf dieser Welt. Der Welt wegen Geld, dir ein.
So, wir sind am Schluss vom Gottesdienst. Ganz herzlichen Dank den beiden Jodlerinnen, Jodl-Duett Enzlich. Ich möchte noch hinweisen auf die Kollekte vom heutigen Sonntag, beziehungsweise auch die letzten zwei Monate haben wir ja, dadurch, dass wir keinen Gottesdienst haben können feiern, keine Kollekte können sammeln. Ich möchte Sie bitten, online oder halt auch auf anderen Wegen, gemeinnützige Organisationen und Hilfswerke zu unterstützen, die in den letzten zwei Monaten Einbussen hatten, infolge der Corona-Pandemie. Nächsten Sonntag feiern wir wieder normal Gottesdienst, in Anführungs- und Schlusszeichen, einfach unter den nötigen Schutzmassnahmen, auch wieder hier in Gretschins. Dann bitten wir Gott um seinen Segen. Denken Sie daran, wenn Sie selber einmal in einer Situation sind, wo Sie vielleicht Angehörige haben, die schwer verletzt sind, oder auch selber in dieser Situation sind, erinnern Sie sich daran, dass Sie gehebt sind von Gott, wenn wir es gehört haben im Psalm, muss auch mal durch ein dunkles Doppel fürchte kein Unglück, dein Stecken und Stab, sie tröstet mich. Wenn wir es auch eindrücklich gehört haben, wie Dunja das berichtet hat, wie sie es erlebt hat und wie sie ihren Weg weitergegangen ist. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dazu segne und behüte dich Gott, er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.